Hallo und herzlich willkommen bei den Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick. Ich habe mal wieder ein paar Nachrichten für euch. Unter anderem zu Diablo. Da soll jetzt wohl eine Netflix-Serie kommen. Dann Shadow of the Tomb Raider hatte eine andere Post-Credit-Scene vor dem Patch. Außerdem, es gibt einen neuen Trailer zu Death Stranding von der Tokyo Game Show. Und Telltale wird seine Pforten schließen. Go! Go! Find the Nephilim! Die Gerüchte scheinen sich zu bestätigen, es kommt wohl tatsächlich eine Diablo-Serie auf Netflix. Wie komme ich drauf? Nun, Andrew Cosby der Boom Studios hat sich über Twitter geäußert und hat dort gesagt: Ich denke, ich kann bestätigen, dass ich mich tatsächlich in finalen Gesprächen befinde, die neue animierte Diablo-Serie für Activision und Netflix zu schreiben und zu produzieren. Das ist sehr aufregend. Ich hoffe, dass wirklich alles funktioniert. Kurzerhand später verschwand dann dieser Tweet, wahrscheinlich weil er eben zu früh die Katze aus dem Sack gelassen hat. Das will wohl dann Blizzard auf der BlizzCon 2018 machen, die dann im November ist. Mal schauen, wann es da konkretere Infos gibt. Aber da scheint man schon mal zu sehen, das Gerücht, ne? Es scheint schon wahr zu sein. Die Tokyo Game Show war ja, und jetzt gibt es einen neuen Trailer zu Death Stranding, dem neuen Spiel von Hideo Kojima. Dieser Trailer zeigt Troy Baker. Troy Baker kennt man, der hat schon einigen Figuren der Videospielbranche seine Stimme verliehen. Und so wird er auch in diesem Spiel wieder agieren, und zwar als Mann mit goldener Maske, der wohl ein Kontrahent von uns sein wird. Und der mit seiner goldenen Maske einen komischen Schattenmonsterlöwen dann heraufbeschwört, zumindest in diesem Trailer. Außerdem weiß man jetzt auch seit der Tokyo Game Show, wann das Spiel rauskommen soll. Hideo Kojima hat nämlich in einem Panel oder in einer Vorstellung gesagt, das Spiel läuft gut in der Entwicklung gerade, ist alles im Zeitplan und kommt dann raus in dem Jahr, in dem auch der Film oder in dem auch Akira spielt. Und das wäre 2019. Das ist nächstes Jahr. Also mal schauen, ob da wirklich was dran ist. Die Zeit wird es uns zeigen. Als Shadow of the Tomb Raider rauskam, da gab es einen Day-One-Patch. Wer das Spiel allerdings ohne diesen Day-One-Patch durchgespielt hat, der hat eine etwas andere Post-Credit-Scene bekommen. Post-Credit-Scene, das ist dann so eine Szene, die abläuft, während der Abspann nochmal abläuft, ne? So das Ende nach dem Ende sozusagen, kennt man ja von den ganzen Marvel-Filmen. Und was hat man in dieser alten, ursprünglichen Sequenz gesehen? Nun, da hat man gesehen, wie so ein Butler reingetippelt ist zu Lara Croft. Es gab ihre Stimme aus dem Off, die was erklärt hat. Und dann hat man einen Brief gesehen, den Lara Croft bekommen hat. Das Interessante daran ist, der Brief kam von Jacqueline Nadla. Und die Person kennt man vielleicht, oder einige von euch, denn die war der Bösewicht aus Tomb Raider 1, aus dem allerersten Tomb Raider Spiel. Und so hätte man dann quasi die Brücke zum allerersten Tomb Raider Spiel auch geschlagen. Aber diese Szene wurde dann entfernt mit diesem Day One Patch. Wie hat sie das denn überhaupt dann dort gelandet? Man hat halt verschiedene Sachen probiert, verschiedene Richtungen, die man einschlagen wollte. Und fälschlicherweise ist dann diese Szene ebenso dort gelandet und die wurde dann mit dem Day One Patch entfernt. Telltale, die Firma kennt man ja, die haben uns ja vor allen Dingen auch The Walking Dead gebracht in Episodenform. Und bei Telltale ist es jetzt so, da ist bekannt geworden, diese Firma wird ihre Pforten für immer schließen. Anfang nächsten Jahres soll es dann soweit sein. Bereits jetzt wurden 90% der Mitarbeiter entlassen und somit wurden auch Arbeiten eingestellt an Wolf Among Us oder Game of Thrones und auch dem Stranger Things Spiel, was mal angekündigt war. Tja, schade, schade kann man da nur sagen, haben ja doch eine Zeit lang sehr gute Spiele gemacht. Das waren unsere Nachrichten für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder.